Viele würden jetzt sagen, es lohnt sich eigentlich gar nicht, dieses Gelände zu filmen. 1973 eingebaut worden zu sein. Jetzt hören wir tatsächlich Mädchenstimmen. Und hier riecht es auch tatsächlich frisch verbrannt. Und hier haben wir auch noch frisches Mett. Hier vorne findet sich tatsächlich auch noch ein Billardtisch. Hi Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute befinden wir uns mal, wie ihr es im Hintergrund schon sehen könnt, auf einer kleinen Lost Place Tour, die nicht so verläuft, wie wir uns das Ganze vorgestellt hatten. Dennoch haben wir hier ein Riesengelände vorgefunden, das entweder zur Deutschen Bahn gehörte oder tatsächlich sogar ein altes Zollamt ist, was an der Bahn liegt. Was wir dazu noch genau herausfinden können, das seht ihr genau jetzt. Viel Spaß bei dem Video. Hier scheint sich mal so kleinere Zimmer befunden zu haben von eventuellen Bahnmitarbeitern oder auch Zollfahndern. Leider ist dieses Gebäude schon komplett in sich zusammengefallen. Indizien, dass hier mal jemand gelebt haben muss, ist zum einen diese Tischtennisplatte und auch tatsächlich die Struktur dieses Gebäudes. Wir hatten mehrere Eingänge, Treppenaufgänge. Auch hier sehen wir noch mehrere Fenster liegen. Hier haben wir durch einen Kontoauszug aus dem Jahre 2017 nochmal einen weiteren Indiz, dass hier jedenfalls jemand gewohnt haben muss. Hier, wie ihr sehen könnt, befand sich tatsächlich ein Treppenaufgang und halt komplett unterschiedliche Räume. Leider sind die Wände schon in sich zusammengefallen, sodass wir es gar nicht mehr genau beziffern können. Vielleicht waren es auch einfach nur Büroräume. Geht es für uns auch schon von dem eingeschützten Gebäude etwas weiter. Im Hintergrund könnt ihr schon sehen, auch eine weitere Ruine, wo sehr viel zusammengefallen ist. Aber etwas reizt mich tatsächlich an dieser Location. Dann geht es hier für uns, ich sag mal, durch den ehemaligen Eingang. Hier scheint es mal eine Garderobe gegeben zu haben. So wie es scheint, kann man hier noch teilweise die Haken erkennen. Und dann befinden wir uns hier in einer wirklich großen Ruine. Was wir auf jeden Fall mittlerweile feststellen konnten, ist, dass es sich hier um circa 5 Gebäude handeln muss, die sich auf dem kompletten Gelände langstrecken. Dann kommen wir hier in so eine Art alten Flur, der nur noch durch die Grundmauern zu erkennen ist, und haben hier rechts tatsächlich einen alten Schacht. Dieser Schacht hier scheint mir zu einem Lastenaufzug gehört zu haben. Wie tief es hier tatsächlich runtergeht, kann ich euch gar nicht sagen. Jetzt, wo ich gerade nochmal hochgeschaut habe, sehe ich auch hier den alten Motor des Lastenaufzuges und habe auch rechts einmal das ungefähre Herstellungsdatum, eventuell auch Einbaudatum dieses Lastenaufzugs gefunden. Dieser scheint, auch wenn ihr es nicht ganz genau sehen könnt, circa 1973 eingebaut worden zu sein. Hier befindet sich auch noch das Typenschild. Leider kann ich dies nicht mehr erkennen. Finden sich hier überall immer noch so kleine Räume auf der linken Seite, beziehungsweise für euch jetzt auf der rechten Seite. Ja, ich werde jetzt nicht in jeden einzelnen reingehen, dadurch, dass wir gerne dieses Gelände doch noch mitnehmen möchten, bevor das Ganze hier dunkel wird. Ich war auch schon wieder aus dieser Ruine raus und könnt tatsächlich sehen, auf der anderen Seite geht es genau so weiter. Tatsächlich fast überall auf dem Gelände aus. Viele würden jetzt sagen, es lohnt sich eigentlich gar nicht, dieses Gelände zu filmen. Doch für mich, wie gesagt, hat es irgendwie einen gewissen Anreiz und habe auch hier vorne gerade ein Schild entdeckt. Schauen wir doch mal, worum es sich da handelt. Hier davon ausgehen, dass hier oben einmal Hauptzollamt stand und sich in der ersten Etage tatsächlich die Zollfahndung befunden hat. Ja, Freunde, wie ich schon sagte, ich habe es mir schon gedacht, dass hier eher das ganze Gelände eventuell zur Deutschen Bahn oder halt zum Zoll gehören könnte. Und nun haben wir tatsächlich die Gewissheit, dass es sich hier um ein Hauptzollamt gehalten haben muss. Hier hinter mir seht ihr tatsächlich noch ein Gebäude. Das ist leider von innen schon extremst eingestürzt, sodass wir dort nicht mehr hochgehen werden. Freunde, was ihr jetzt gerade tatsächlich nicht so mitbekommen habt und ich auch in dem Moment tatsächlich gar nicht gefilmt habe, in diesem Gebäude hinter mir, dort, das habt ihr wahrscheinlich gerade kurz in der Kamera gesehen, scheinen sich tatsächlich Leute zu befinden, die hier gerade ein Graffiti sprayen. Natürlich lassen wir hier die Vorsicht walten und werden die dort natürlich nicht stören. Wir wissen ja auch tatsächlich nicht, auf wen wir dann dort treffen würden. Würde es hier vorne mit einem weiteren Gebäude weitergehen? Dort haben wir kurz schon einen kleinen Blick reingeworfen. Ja, leider können wir dort leider nicht mehr sagen, um was es sich hier gehandelt hat. Ja, Freunde, wir hören ja auch tatsächlich mittlerweile noch von anderen Orten Stimmen. Also was hier wohl auf diesem Gelände los sein muss, ich weiß nicht. Jetzt hören wir tatsächlich Mädchenstimmen. Ich glaube, wir werden hier tatsächlich einmal schauen gehen und schauen, was sich in diesem Gebäude befindet. Oh, okay. Hier scheinen wir tatsächlich welche zu stören, die hier wohl eine kleine Party veranstalten. Ja, Freunde, ich glaube,
da sollten wir trotzdem mal vorbeischauen. Freunde, dieses Gelände macht mich tatsächlich so langsam völlig verrückt. Was soll ich euch sagen? Wie ihr sehen könnt, auch hier dieser Raum ist tatsächlich wieder leer. Hier vorne kommt tatsächlich gerade welche. Hi! Freunde, hier kamen gerade 4 junge Mädels um die Ecke, die sich ja tatsächlich ein bisschen erschrocken haben, als wir um die Ecke kamen. Ja, wir lassen hier ein bisschen Party machen. Wir werden einfach mal wieder zurückgehen, werden schauen, was wir noch alles auf diesem Gelände vorfinden und werden das nächste Gebäude aufsuchen. Raus aus dem Haus befindet sich hier hinter uns tatsächlich schon das nächste Gebäude. Und auf der anderen Seite, was ihr jetzt sehen werdet, ist tatsächlich ein Garagenstellplatz, was wiederum tatsächlich dafür spricht, dass hier tatsächlich mal Wohnhäuser waren. Hier scheint sich mal jemand so eine kleine Sitz- und Kochecke eingerichtet zu haben. Hier müssen wir aufpassen mit den Löchern. Und hier riecht es auch tatsächlich frisch verbrannt. Und hier haben wir auch noch frisches Mett. Okay, jetzt wird es ganz spooky. Und jetzt werde ich auch tatsächlich, glaube ich, schnell das Gelände verlassen. Also wie gesagt, die Sprayer lassen wir in Ruhe. Die kleinen Mädchen lassen wir da weiter feiern. Aber wo ich mir wirklich Gedanken um meine eigene Gesundheit mache, ist, wenn wir dort noch frische Essensreste vorfinden in einer Garage und es frisch verbrannt riecht. Alter, das, ihr könnt euch das gerade gar nicht vorstellen, wie es mir geht. Ja, wir laufen hier gerade noch an einem Gebäude vorbei. Da müssen wir leider von unten reingehen. Das werde ich euch tatsächlich auch nicht vorenthalten. Wir werden dort jetzt noch reingehen. Dann werden wir das gesamte Gelände hier tatsächlich einmal schnellstmöglich verlassen. Nur was mir halt immer noch Rätsel aufwirft, ist, dort hinten hatten wir das Hauptzollamt. Und hier vorne scheinen wir tatsächlich eine Gaststätte gehabt zu haben. Also gehen wir halt hier die Treppe runter. Dann führt uns jetzt gleich ein kleiner Tunnel in einen Raum, den ich für euch zum Abschluss am spektakulärsten finde. Freunde, wie versprochen, dieser Tunnel, hier wurde auch schon die Tür rausgebrochen. Das Ganze scheint hier mal ein Aufenthaltsraum, eine Diskothek gewesen zu sein. Geht hier durch die Tür zu einer Theke, die sich hier mal befunden hat, beziehungsweise sich hier immer noch befindet. Hier vorne befindet sich tatsächlich auch noch ein Billardtisch. Dem habe ich ja tatsächlich so auch nicht mehr gerechnet. Und zur anderen Seite haben wir dort vorne noch eine kleine Bühne. Wir werden hier jetzt aber auch nicht mehr so weit reingehen, wie ihr es hier unten im Bildrand schon sehen könnt. Scheint hier schon tatsächlich der Schutt von der Decke zu kommen. Auf der anderen Seite hatten wir nochmal einen Thekenbereich, sodass wir tatsächlich davon ausgehen können, dass sich hier mal eine Diskothek befunden hat. Was mir jetzt gar nicht so aufgefallen ist beim Reingehen, hier unten haben sich komplette Eistropfen gebildet auf dem Fußboden, die auch tatsächlich zur Stolperfalle werden können. Dann befand sich hier nochmal ein sanitärer Bereich für Damen und hier vorne tatsächlich für Herren. Wie man es kennt, das Waschbecken kommt leider nicht mehr, aber hier sind tatsächlich noch Toiletten und ein Pissoir vorhanden. Freunde, das war es dann tatsächlich auch schon wieder mit dem Gelände, was wir durchgefilmt haben. Es wird auch schon wieder dunkel, sodass wir uns schnell von diesem Gelände, was wirklich einsturzgefährdet ist, von dann machen. Ja, Freunde, das war es dann noch tatsächlich mit einer etwas anderen Location auf meinem Kanal. Falls euch das Video dennoch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Bis dahin, alles Gute, euer Valo Adventure. Ciao!